Herzlich willkommen, mein Name ist Tobias Schülert, ich arbeite beim KJM Buchverlag in Hamburg und ich sitze hier mit Dagmar Hircher. Hallo Dagmar. Hallo Tobi. Dagmar ist Vorständin vom Verein Wege aus der Einsamkeit und wir haben was vor. Dagmar, was denn genau? Wir wollen ein zweites Buch rausbringen. Das erste ist ja dieses, Wir versilbern das Netz, das Mutmachbuch, was sehr erfolgreich gewesen ist. Da haben wir von vielen Menschen über 65 berichtet, die die Schritte in die digitale Welt mit 60, 70, 80 und sogar 90 gewagt haben. Aber sie haben uns alle gebeten, auch ein Buch rauszubringen mit diesen vielen, vielen Begrifflichkeiten, die rund in dieser ganzen digitalen Welt vorherrschen, die aber viele gar nicht verstehen. Die sind englisch und manchmal kryptisch und man weiß gar nicht, was das alles bedeuten soll. Und das Buch soll ja den Leuten helfen, die Angst zu nehmen, in die digitale Welt einzutauchen. Und darum haben wir das Buch verbunden mit dem Internet sozusagen, mit diesen QR-Codes hier. Ihr seht die versilberten, die habe ich gezeichnet. Dagmar hat mich darum gebeten und die führen euch durch das Buch. Und das sind hier die QR-Codes und die kann man abscannen und dann kommt man ja zu deinen Videos, wo du schon ganz viele Begriffe erklärt hast und zwar dagmatisierst. Genau, das ist ja eure Wortfindung und was ein QR-Code ist, wird natürlich in dem Buch erklärt, auch genau, wie man das anwendet, wenn Sie das Buch in der Hand haben. Wir erklären auch, wie man die Worte alle ausspricht. Das ist immer eine Aussprache ist dabei. Weil das fällt manchen ja auch sehr schwierig, weil viele können eben kein Englisch und dann ist Android eben Android, steht da dran, wie sie es aussprechen. Genau. Und das Buch ist mit viel Humor, Selbstironie geschrieben. Es gibt Geschichten zum Beispiel, Geschichten von Benzin- und Dieselhandys. Was hat das zu bedeuten, Dagmar? Ich erkläre immer, was ist iOS und was ist Android. Und weil das immer so schwer zu verstehen ist, habe ich es mit einem Beispiel aus dem Autobereich gemacht. Android ist ein Diesel, iOS ist der Benziner und dann sind drei 80-Jährige mal in ein Geschäft gegangen und wollten sich ein Benzinsmartphone kaufen. Weil sie sich Android und iOS nicht merken konnten, aber Benzin und Diesel konnten sie sich merken. Das hat ganz viel Heiterkeit gesorgt und also heute erkläre ich immer, gehen Sie nicht in ein Geschäft und bestellen Sie ein Benzinsmartphone. Sie müssen sich das Wort Android oder iOS merken. Das ist gut und diese Geschichten sind da auch drin und ganz viele Geschichten von den Versilberten plus auch dogmatisierte Begriffe von den Versilberten, die dann die Begriffe auch erklären, dass Sie und wir die alle verstehen. Und jetzt kommen wir zu unserem Anliegen, Dagmar, wir brauchen Ihre Hilfe. Nicht nur Ihre Hilfe, wir brauchen Ihr Geld. Ganz klar ausgedrückt, ein Buch herauszubringen kostet Geld und da kommen Sie jetzt mit ins Spiel. Wir brauchen Geld, um das. Und das wäre ganz toll, wenn Sie uns mit 5 Euro, mit 50 Euro, mit 500 Euro, mit 5.000 Euro oder mit 50.000 Euro unterstützen. Das wäre toll. Wir brauchen Ihre Hilfe, damit das Buch realisiert werden kann. Bitte spenden Sie uns was und dann gehen die Versilberten ins Netz und dagmatisiert so viel sie kann. Es gibt nämlich genug Begriffe, die man dagmatisieren kann. Genau. Vielen Dank, Dagmar. Wir machen weiter. Wir hoffen auf Ihre Unterstützung. Bis bald. Ja, jeder Euro zählt. Ciao. Ciao.